Liebe Freunde, Sie wissen sicherlich auch nicht immer, wohin mit Ihrer ganzen Kohle. Sie schwimmen in Geld und wissen gar nicht, was Sie damit tun sollen. Genau, und genauso geht es auch unserer Bundesregierung. Die haut das Geld raus, international, und erlässt Schulden, dass einem Angst und Bange wird. Sie wollen mehr wissen? Bleiben Sie dran, lassen Sie vielleicht ein Abo da, jetzt geht's los. Ja, liebe Freunde, wie fast alle 85 Millionen Deutschen ersticken Sie wahrscheinlich in Geld. Ihre Hütte ist schon abgezahlt, es kommt die Heizungssanierung, ob das nun 200.000, 300.000 Euro pro Haus kostet oder pro Wohnung, das kratzt Sie sicherlich überhaupt nicht. Ist ja alles gut, selbst wenn Sie Mieter sind, dann wird die Miete ein bisschen teurer, vielleicht doppelt oder dreimal so teuer, macht ja auch nichts. Wir schwimmen in der Kohle, und weil wir in der Kohle schwimmen, machen wir Folgendes. Trotz eigener Krise, Deutschland erlässt internationale Schulden. Wir geben also Kredite raus ohne Ende, und dann müssen die Kreditnehmer dann die Kohle nicht mehr zurückzahlen. Können Sie aber Ihrer Bank mal fragen, ob die Ihnen vielleicht den Kredit für Häuschen oder Ihre Eigentumswohnung, Ihr Auto oder für die neue Stereoanlage einfach mal so erlässt. Aber lesen wir weiter mal im Text. Deutschland erlässt internationale Schulden. Dies sorgt für Diskussionen, ja was auch sonst. Deutschland erlässt anderen Ländern, darunter Ägypten, Indien und Simbabwe, fast 16 Milliarden Euro Schulden. Und wenn Sie glauben, das ist ein Einzelfall, nein, das machen unsere Karpeiken in Berlin fast jedes Jahr. Das Geld wird also angeblich unter dem Vorwand, das sei ja nur ein Kredit, rausgegeben, und ein bisschen später wird es erlassen. Aber es ist ja nicht nur das. Wir geben jedes Jahr zwischen 50 und 80 Milliarden Euro für unsere Fachkräfte mit dem Fachkräftetool aus. Damit die dann auch fröhlich jeden Tag, können Sie ja in den Nachrichten überall sehen, fröhlich mit ihrem Fachkräftetool die Deutschen bearbeiten. Dann hauen wir jedes Jahr 32 Milliarden, teilweise sogar mehr, für sogenannte Entwicklungshilfe raus. Wofür denn? Wofür? Wir wissen doch, dass Entwicklungshilfe noch niemals irgendetwas gebracht hat, dass das komplett sinnlos ist. Aber solange der deutsche Michel fröhlich weiter seine Steuern bezahlt, ist das ja alles kein Problem. Und wenn das noch nicht reicht, dann werden eben noch ein paar Schulden aufgenommen, um das Geld in der Welt zu verteilen. Ich meine, gut, ist es ja auch zwingend erforderlich, dass wir Radwege in Peru haben oder Genderberatung irgendwo in Schwarzafrika, was weiß ich. Ist natürlich alles unheimlich dringend. Liebe Freunde, wir müssen dringend etwas ändern. Es wäre ohne Probleme möglich, die Einkommens- und die Lohnsteuer komplett zu streichen. Dann müssten Sie nie wieder Steuern auf Ihr Leistungseinkommen bezahlen. Das sind nämlich gerade mal 300 Milliarden Euro im Jahr. Zwischen 50 und 80 Milliarden bezahlen wir für unsere zureisenden Fachkräfte mit Fachkräftetool, 32 Milliarden für die Entwicklungshilfe, das sind schon mal 110 Milliarden. Dann die ganzen Schuldenerlasse und so weiter, so machen können wir auch alles streichen. Die Ministerien, die wir haben, könnten wir von 14 auf 4 reduzieren. Jedenfalls wäre das überhaupt kein Problem, Einkommens- und Lohnsteuer komplett zu streichen. Dann würden auch rund 45 Milliarden, die wir jedes Jahr für das ganze System zur Steuererfassung und zur Eintreibung bezahlen, die könnten wir auch streichen. Schon sind wir bei 150 Milliarden, die wir eingespart haben. Und die gleiche Summe wahrscheinlich nochmal bei den Finanzämtern in den Städten und Gemeinden. Überhaupt kein Problem. Liebe Freunde, Sie werden ausgeraubt, Steuern werden, Quatsch, Schulden werden erlassen und wir machen nichts. Also denken Sie mal drüber nach, ob wir da nicht dringend was tun müssen. Unbedingt. Unbedingt.